Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel in Heidenheim. Neben mir begrüße ich unseren Cheftrainer Timo Schulz. Uns zugeschaltet sind die Pressevertreter, die ihre Fragen in den Chat stellen können. Eine schöne Nachricht, wir haben aus Heidenheim ca. 940 Tickets bekommen und die sind auch alle weg. Wir können uns da also auch auf einen schönen Support freuen. Damit zu dir, Timo. Vielleicht fangen wir heute mit dem Personal an. Wer steht euch denn zur Verfügung? Ja, guten Morgen erstmal auch von mir in die Runde. Ich würde tatsächlich mal ein größeres Personal-Update geben, damit alle ungefähr auf einem Stand sind. Christopher Abbevor ist immer noch in der Reha. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Das gleiche gilt für Dashi, der auf einem sehr, sehr guten Weg ist, auch voll im Plan liegt, auch schon hier wieder bei uns an der Kollau ist. Aber die Schwere der Verletzung, ja, da werden wir dann schon zusehen, dass wir ihn wirklich langsam aufbauen, dass wir die Muskeln wieder aufbauen. Er ist schon wieder teilweise am Laufen, also sieht sehr gut aus, aber ist jetzt kurzfristig auch nicht mit einer Rückkehr zu rechnen. Dann haben wir wirklich drei schlechte Nachrichten diese Woche, gerade was unsere jungen Spieler angeht. Serkan Dursun mit einem Kreuzbandriss bei der U23 und Hugo Teixeira und Janis Wiekow, die sich bei uns Knieverletzungen zugezogen haben, wo wir jetzt auch die nächsten Tage abwarten müssen, was die genaue Diagnose angeht, das genaue Vorgehen angeht. Aber die werden jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit nicht dabei sein können. Ja, keine guten Nachrichten. Gute Nachrichten von Sebastian Olsson, Eti Amenido, Igor Matanovic, die wieder komplett auf dem Platz gestanden haben, auch mehr oder weniger alles mitmachen können im Training. Da werden wir natürlich jetzt die nächsten Einheiten gucken müssen, wie belasten wir sie, gehen sie in jede Einheit mit rein, sind natürlich jetzt erstmal kurzfristig keine Kandidaten für einen Spieltagskader beziehungsweise für 90 Minuten, aber sind alle schmerzfrei, können alle alles mitmachen, von daher wirklich auf einem sehr guten Weg und liegt jetzt an uns, die Jungs so zurückzuführen, dass sie schnellstmöglich auch wieder in den Spielbetrieb reintegriert werden können. Ein Schritt hinten dran sind noch Eric Smith und Marvin Knoll. Da gehe ich allerdings davon aus, dass die nächste Woche dann hoffentlich zu uns stoßen können. Sind beide schon wieder im Laufen, der eine ein bisschen schneller, der andere noch am Rantasten. Aber das sieht bei beiden sehr gut aus, dass sie da auch ihre Verletzung überwunden haben. Und Finn-Ole Becker und Maxi Dittgen trainieren voll mit und sind aufgrund auch der Kürze der Ausfallzeit, denke ich mal, ab sofort wieder Kandidaten für den Spieltagskader oder eben auch fürs Spiel. Alle anderen Spieler, auch die Nationalspieler, mit denen ich Kontakt hatte, sind gesund wieder zurückgekommen, können heute alle am Training teilnehmen und dementsprechend auch Kandidaten für das Heidenheim-Spiel. So, jetzt habe ich passend zu den Fragen ein technisches Problem. Eine Frage habe ich noch im Kopf. Ich meine von Carsten Harms, Hamburger Abendblatt, der wissen möchte, wie deine Erinnerung an deine schmerzhafte Premiere in Heidenheim aussehen. Ja, erstmal erinnere ich mich gerne ans Ergebnis und an ein sehr wildes Spiel. Mir ging es da tatsächlich nicht ganz so gut, hatte auch einige Medikamente drin. Wünsche ich keinem so einen Nierenstein, aber wir haben das damals sehr gut gemacht. Ich glaube, der Sieg war auch verdient damals, haben insgesamt viermal geführt und am Ende dann drei Punkte mitgenommen und hätte nichts dagegen, wenn das diesmal wieder so ist. So, da sind wir wieder. Tim Eckert von Millanton möchte wissen, mit Darmstadt, Werder und dem HSV hat Heidenheim offensive Schwergewichte als Gegner gehabt. Trotzdem weisen sie den niedrigsten gegnerischen XG-Wert auf. Vielleicht erklärst du auch gleich nochmal, was das ist für die, die da noch nicht so in der Materie sind. Trefft ihr am Samstag auf die beste Defensive der Liga? Na, ich glaube, Heidenheim ist die Mannschaft, die den niedrigsten XG hat. Ich glaube, am drittwenigsten Schüsse zugelassen aufs eigene Tor, wie am viertwenigsten Schüsse zugelassen aufs eigene Tor. Ich glaube, beide Mannschaften insgesamt nur 12 gelbe Karten. Ja, scheint ein langweiliges Spiel zu werden, kann sich jeder auf 0-0 einstellen. Nee, Spaß beiseite. Die Heidenheimer, dieser XG-Wert zeigt ja an, wie viel man investiert in das eigene Tor zu verteidigen, wie wenig Schüsse man zulässt, wie wenig gute Chancen man zulässt. Und da sind die Heidenheimer seit Jahren Spitze. Genau was die Laufdaten angeht, Gesamtdistanz, aber vor allem Sprints und schnelle Meter. Das ist, denke ich mal, ihr absolutes Markenzeichen. Und trotzdem haben wir es letztes Jahr geschafft, in beiden Spielen 4 Tore gegen sie zu schießen. Und ich glaube, dass wir auch dieses Jahr wieder einen guten Plan haben werden. Aber klar, Spiele auf der Ostalb, die sind immer unangenehm. Jetzt sehe ich hier keine weiteren Fragen. Liegt das an mir oder gibt es noch keine weiteren Fragen? Da kommt die nächste.
Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung. Ihr seid oben, wollt da natürlich auch gerne bleiben. Ist das Spiel in Heidenheim auch eine Reifeprüfung für euch, um die aktuelle Form zu bestätigen? Ja, es ist, sind immer diese Momentaufnahmen. Dann spricht man von Reifeprüfung. Wenn man irgendwie eins oder zwei hintereinander nicht gewonnen hat, dann ist es direkt eine Charakterprüfung. Also wir haben jedes Wochenende eine Prüfung in Form von Spieltag, in Form von Gegner, die höchst unterschiedlich sind alle. Und jetzt ist es Heidenheim. Wir werden unser Spiel und unsere Herangehensweise nicht darauf auslegen, wer der Gegner ist oder auf welcher Tabellenposition wir stehen. Und mir war es ehrlich gesagt jetzt auch die letzten 10 Tage, damit war ja auch zu rechnen, auch irgendwo vollkommen zu Recht, war das alles ein bisschen zu viel. St. Pauli Spitzenreiter, jetzt sind sie aber reif und warum sind sie so gut und die 12 Gründe, warum sie oben stehen oder besser sind als der Stadtnachbar. Das geht alles so schnell, wir sollten uns wieder darauf konzentrieren, dass wir hier an der Kollau gut arbeiten und am Wochenende unsere Leistung bringen. Und wir wissen, dass wir mit Heidenheim wirklich einen super starken Gegner haben. Und trotzdem gehen wir mit dem Selbstbewusstsein an die Aufgabe, dass wir sie schlagen können. Und das wird auch am nächsten Wochenende so sein, wenn wir zu Hause gegen Rostock spielen. Diese Superlative oder diese ultimativen Spiele immer auszurufen, das ist nicht so unser Ding. Wir bleiben in unseren Handlungszielen, wir bleiben dabei, uns darauf zu konzentrieren, was wir beeinflussen können. Passend dazu fragt Martin Sonnleitner, wie sieht der Plan aus, den ihr da verfolgt? Ja gut, die Heidenheimer sind eine sehr gute Umschaltmannschaft, haben mit Kleindienst und Kühlwetter vorne 2 brandgefährliche Spitzen. Ich glaube, darauf gilt es aufzupassen als gesamte Mannschaft, dass wir da immer in unserer Konterabsicherung gut dabei sind. Und ansonsten sieht unser Plan immer so aus, dass wir mutig nach vorne spielen wollen, dass wir den Gegner immer wieder ja auch durch unsere Ballzirkulation zwingen wollen, auf uns zu reagieren, uns Räume zu erspielen, aus denen wir gefährlich werden können. Und dass es in Heidenheim vielleicht noch ein Tick schwieriger ist als woanders, das wissen wir auch, aber wiederhole mich da, wir haben das Selbstbewusstsein, wir haben vielleicht auch sogar ein bisschen das Selbstverständnis, dass wir das für uns in Anspruch nehmen, dass wir das schaffen können und dann wird es ein gutes Spiel. Du hast schon viel über die Stärken von Heidenheim gesagt. Oliver Jensen möchte wissen, ob du sie zu den Aufstiegsanwärtern zählst. Ja, jeder, der sich an den Start der Saison zurückerinnert, wo dann auch die Favoriten genannt werden sollen, da habe ich Heidenheim schon dabei gehabt. Das ist einfach, glaube ich, ein Riesenvorteil, wenn man so diese Kontinuität im gesamten Verein hat, auch eine klare Handschrift, was die Kaderzusammenstellung angeht. Und in meinen Augen bestätigen sie das zu 100%. Es ist immer eine Mannschaft, gegen die es extrem schwer ist, Tore zu schießen oder sich überhaupt Torchancen zu erspielen. Und das ist in der zweiten Liga schon mal ein Riesenfaustpfand. Und darüber hinaus haben sie eine individuelle Qualität nach vorne, plus ihre Standardsituation, über die sie ja seit Jahren schon sehr, sehr gefährlich sind. Also ist auf jeden Fall eine gewachsene Mannschaft. Wenn man schaut, glaube ich, vom Spiel, sieht man dann ja auch mal, wie viele Einsätze haben die jeweiligen Spieler, die auf dem Platz stehen, in der zweiten Liga schon. Und da ist Heidenheim immer weit über 1.000, 1.100, 1.200. Da sind sie, glaube ich, auf jeden Fall die erfahrenste Mannschaft von allen. Carsten Harms nochmal, Hamburger Abendblatt. Heidenheim war besonders im eigenen Stadion über Jahre der Angstgegner des FC St. Pauli. Deine Bilanz dagegen ist makellos. 2 Spiele, 2 Siege, 8 Tore. Was macht dich zuversichtlich, dass dein Team diese Serie ausbauen kann? Ich glaube vor allem unsere aktuelle Form. Also wir haben in den letzten Spielen bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner gut aussehen können, egal ob er sich hinten reinstellt oder vorne drauf geht, dass wir da unseren Plan haben und den werden wir auch diesmal wieder umsetzen. Und ich wiederhole mich da, wir bringen immer unsere Stärken auf den Platz. Wir wissen, dass der Gegner auch einiges zu bieten hat. Und wenn meine Jungs an ihre Leistungsgrenze gehen, wenn meine Jungs sich an den Plan halten, den wir uns zusammen ausgedacht haben, dann haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und trotzdem wird es auch immer wieder Spiele geben, wo das eben nicht gelingt. Und dann müssen wir danach trotzdem in den Spiegel schauen können und sagen können, alles klar, wir haben alles gegeben, wir haben alles rausgehauen, wir haben es versucht zusammen zu lösen, haben es dann vielleicht an dem Tag mal nicht hinbekommen, wie zum Beispiel in Hannover. Dann gehört das auch dazu, da muss man seine Lehren daraus ziehen. Aber jetzt gehen wir erstmal positiv ins Spiel rein und gehen davon aus, dass wir da mindestens konkurrenzfähig sind. Nochmal Tim Eckhardt vom Millanton. Laut Statistik gibt es kein Team, das vertikaler spielt als Heidenheim. Was bedeutet das für euer defensives Umschaltverhalten? Ja, ist dann auch mal die Art und Weise der Pässe, die man, glaube ich, genau betrachten muss. Wenn ich natürlich mehr oder weniger nur kompakt hinten drin stehe und den Ball dann möglichst schnell, möglichst weit hoch in die Spitze spiele, dann ist es auch ein vertikales Spiel. Aber sie haben natürlich mit Kleindiensten einen absoluten Zielspieler, wo sich das anbietet, auch immer wieder die Tiefe zu suchen. Haben dann schnelle Spieler am Flügel. Also ist schon ihr Spiel, dass sie aus der kompakten Defensive versuchen, schnellstmöglich umzuschalten. Und wir haben es, glaube ich, letztes Jahr schon ganz gut hinbekommen zu verteidigen.
bieten sich immer mehrere Varianten an, entweder extrem viel Druck auf den Ball zu haben, sie gar nicht erst in diese Vertikalität kommen zu lassen oder eben vielleicht sich ein bisschen tiefer aufzustellen, um keinen Raum mehr hinter der letzten Kette anzubieten. Ich denke mal, wir werden beides im Repertoire haben. Wir müssen ja auch immer gucken, was Heidenheim vorhat. Wir bleiben bei Millanton. Auf der anderen Seite verliert kein Team häufiger den Ball als Heidenheim. Was bedeutet das für euer offensives Umschaltverhalten? Ja, hätte ich nichts dagegen, wenn das Spiel so bleibt. Wie ich schon gesagt habe, ist auch immer die Frage, wenn ich jetzt den Ball relativ schnell hoch und weit nach vorne spiele, wo ich in Unterzahl bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich den Ball verliere. Mir wäre es natürlich lieber, wenn sie den Ball möglichst nah an ihrem eigenen Tor verlieren. Sprich, dass unser Gegenpressing sehr gut ist. Beide Sachen werden wir drauf haben. Wir selber sind, glaube ich, mittlerweile ganz gut dabei. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr viele Ballverluste gehabt, auch in gefährlichen Zonen. Das war auch unsere Spielweise, auch den Spielertypen her geschuldet. Dieses Jahr sind wir da ein bisschen ballsicherer und fangen deswegen, glaube ich, auch weniger Konter. Stefan Krause, Morgenpost. Dein Kollege hat gerade bis 2027 verlängert, was absolut außergewöhnlich ist. Kannst du dir einen ähnlichen Weg für dich in Hamburg vorstellen? Auch wenn es dann natürlich diverse schwer kalkulierbare Parameter gibt. Ja, der zweite Teil der Frage, der war schon sehr gut. Nein, also erstmal Glückwunsch an meinen Kollegen. Ich glaube, das, was er da geschaffen hat und geschafft hat in den letzten Jahrzehnten, kann man jetzt ja schon fast sagen, ist absolut außergewöhnlich. Die Mannschaft wirklich in die Spitzengruppe der zweiten Liga geführt, sogar mit der Relegation schon mal im Aufstieg gekratzt zur ersten Liga. Ich denke, das hätte in Heidenheim vor 10 Jahren auch keiner gedacht. Und das ist eben der Beweis für wirklich kontinuierliche Arbeit, dass sich das auszahlt, ne? In der Mannschaft, in den Trainer, in die Infrastruktur. Wenn man schaut, was da alles vorhanden ist, auch die Plätze und so, das ist schon wirklich Zweitliga-Top. Ja, und dementsprechend präsentieren sie sich auch Saison für Saison. Und ich will gar nicht ausschließen, dass der Weg kurz- oder mittelfristig für Heidenheim auch mal in die erste Liga führt. Das wäre sicherlich das i-Tüpfelchen für meinen Kollegen. Damit wäre auch die Frage von Oliver Jensen, glaube ich, beantwortet. Das ging in die ähnliche Richtung. Um die Aufstellung geht es bei Andreas Schorsch. Hast du schon eine im Kopf oder wartest du noch die Trainingseindrücke ab? Und auch Martin Sonnleitner fragt in die Richtung. Mit Becker gibt es jetzt wieder mehr Optionen. Auch da die Qual der Wahl. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, es kommen jetzt Becker und Dittgen kurzfristig wieder zurück. Olsson, Amanido und Matanovic, denke ich mal, mittelfristig auf jeden Fall für den Spieltagskader. Als Trainer hat man nicht immer diese eine Aufstellung im Kopf, sondern mehrere. Sicherlich sind Becker und Dittgen richtig gute Alternativen, aber wir hatten auch sonst noch einige Spieler auf der Bank sitzen, die auch schon von Anfang an gespielt haben. Wir werden uns sicherlich mal die Nationalspieler angucken, in welchem Zustand die zurückgekommen sind. Einige von denen hatten ja auch wirklich lange Rückreisen, unterschiedliche Spielzeiten. Und ich denke mal, dass wir da genug Alternativen haben, um vielleicht auch von Anfang an was zu ändern oder dann spätestens auch während des Spiels zu reagieren. Ich sehe jetzt im Moment noch eine Frage. Schreibt gerne, falls ihr noch weitere Fragen habt, schon mal rein. Alex Heger, Rockantenne. Kommen auch schon die nächsten Fragen. Fast 2 Wochen konnten sich die Fans an den Spitzenreiteranblick gewöhnen. Hast du denn auch zwischendurch mal mit einem Auge drauf geschaut und konntest du dir ein Lächeln nicht verkneifen? Und auch, was diese Situation mit euch macht, motiviert das oder baut das Druck auf? Wie sieht's aus? Nein, also erstmal ist es ja grundsätzlich eine schöne Situation. Und natürlich guckt man dann auch gerne mal auf die Tabelle. Aber trotzdem, man darf sich nicht davon blenden lassen vom Tabellenstand. Man darf sich auch nicht von der ganzen positiven Presse, wie sie dann jetzt in den letzten Wochen war, blenden lassen. Wir haben die Zeit irgendwo genutzt, um ein bisschen runterzukommen. Wir hatten ein sehr gutes Testspiel in Freiburg, wo uns aufgezeigt wurde, dass wir in vielen Bereichen auch wirklich noch Luft nach oben haben und haben jetzt diese Woche genutzt, um uns auf Heidenheim vorzubereiten. Und ich denke mal, es ist wie beim letzten Mal in der letzten Länderspielpause eine besondere Situation für mich und die Mannschaft, dass dann jetzt auch noch erstmal 5 Spieler erst beim heutigen Training wieder dabei sind. Zum Glück sind alle gesund geblieben. Von daher beginnt für uns die konkrete Vorbereitung auf Heidenheim eigentlich erst heute. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir schon uns unserer Stärke auch bewusst sind, dass wir diese Momentaufnahme, die der 9. Spieltag ja nun mal ist, gerne mitnehmen und da auch vielleicht ein bisschen Stärke draus ziehen können. Den Druck, den haben wir nicht. Den haben, glaube ich, andere Mannschaften, aufsteigen zu wollen, aufsteigen zu müssen. Wir sind hier in der luxuriösen Situation, dass wir als FC St. Pauli, glaube ich, hier nicht zu den Favoriten und zu den Schwergewichten in der Liga gehören. Und trotzdem werden wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Andreas Schorsch nochmal. Anscheinend bist du selbst etwas erkältet.
ist das ein gutes Omen für Heidenheim wegen des letzten Spiels dort? Ja. Und auch gleich noch dazu, wie sieht der weitere Ablauf bis Sonnabend aus? Ja, also erstmal hört sich das schlimmer an, als es ist. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, nur meine Stimme ist ein bisschen krächzig. Von daher ist das überhaupt kein Vergleich zum letzten Mal, wo ich wirklich Schmerzen hatte. der Ablauf sieht so aus, dass wir am Freitag hier noch trainieren, dann nach Heidenheim fliegen und aus Heidenheim dann direkt nach dem Spiel auch wieder zurück. Dann haben wir noch eine Frage von Carsten Harms. Welche Rolle spielt bei euch die individuelle Arbeit deiner Co-Trainer mit einzelnen Spielern für bestimmte Schwerpunkte? Ja, also ich kriege das ja auch mit. Wie gesagt, ich lese ja auch die Presse und jetzt wird auf einmal alles irgendwo als so besonders dargestellt. Also ich glaube, jeder Trainer und jedes Trainerteam von jeder anderen Mannschaft hier in Deutschland in den ersten drei Ligen macht Individualtraining. Ja, und dass wir hier mit Fabio und Loic zwei Spezialisten auf dem Gebiet haben, die sich da extrem reinknien, auch was die Videoanalyse angeht, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis. Aber wie gesagt, ich glaube, jede Mannschaft, jeder Spieler und jeder Trainer macht Individualtraining. Und das gehört auch dazu, wenn man besser werden will, da muss man mehr machen, da muss man vor allem an seinen Stärken arbeiten, aber vielleicht auch irgendwo seine Schwächen abbauen. Von daher halte ich das jetzt für nichts Besonderes. Aber es ist sicherlich nichts, was uns schwächer macht. Im Gegenteil, es ist etwas, was wir von der Organisation, von der Struktur, da muss ich vor allem den beiden Co-Trainern ein Riesenkompliment machen, sehr gut aufgezogen haben und wo auch ein roter Faden zu erkennen ist. Und ich glaube, das ist für die Spieler das Wichtigste, dass sie einfach merken, da wird kontinuierlich an Themen gearbeitet und nicht immer nur so vereinzelt. Nochmal Tim Eckert. Heidenheim baut initial fast nie über seine Innenverteidiger, sondern immer über die Außenverteidiger auf. Wie verändert das euer Pressingverhalten? Gar nicht. Okay, dann haben wir noch einmal Alex Heger, Rockantenne. Du sagst immer wieder, es gibt noch Luft nach oben und es gibt noch viel zu arbeiten. Wann kann man dich zu 100% zufriedenstellen und geht das überhaupt? Ja, das hat Stani immer gesagt, Zufriedenheit ist Stillstand. Also ich will jetzt auch nicht so als notorischer Nörgler rüberkommen, aber ich denke gerade im individuellen Bereich, aber auch als Mannschaft, haben wir immer wieder Phasen drin und auch teilweise Spiele oder Halbzeiten, wo wir uns einfach nicht gut verhalten, wo wir nicht geschlossen, kompakt genug sind, wo wir mit dem Ball teilweise nicht genug Ebenen anbieten, teilweise dann auch in den Aktionen nicht mit 100% Überzeugung zu Werke gehen. Also ich glaube, dieses Lernen wollen, dieses einfach weiter sich optimieren zu wollen, das steht auch einfach in unserer DNA. Das heißt nicht, dass ich hier nicht auch mal sonntags früh stehe und sage, Leute, ey, das war richtig gut, bin mega zufrieden mit dem Spiel und heute suche ich mal nicht das Haar in der Suppe. Das gehört auch dazu. Also wir haben viele richtig, richtig gute Spiele gehabt, wo ich auch danach gesagt habe, das sah richtig geil aus und mir hat das Spaß gemacht zuzugucken. Und trotzdem hat, glaube ich, jeder Spieler den Anspruch und auch wir als Trainer den Anspruch, trotzdem zu gucken, wo können wir denn noch besser werden oder was können wir vielleicht sogar noch anders machen. Und wir haben noch genug Schwachpunkte, die ich hier nicht verraten werde, aber wo wir als Trainerteam erkennen, oh, wenn der Gegner das und das macht, dann kommen wir ins Schwimmen, dann kommen wir in Trouble, dann sehen wir nicht so gut aus. Und die Mannschaft hat da auch Bock drauf, die erkennt das selber mittlerweile auch, wo haben wir noch Probleme, wo müssen wir noch Lösungen finden. Und deswegen macht das Zusammenarbeiten auch so viel Spaß. Ich sehe hier keine weiteren Fragen, dann scheinen das die Schlussworte gewesen zu sein. Vielen Dank an alle und dann jawohl. Sehen wir uns am Sonnabend wieder. In Heidenheim. Bis dann. Tschüss. Tschüss.